Okay. Das war eine knappe Kiste. Armin Laschet hat mit 521 Stimmen nur 20 Stimmen über den Durst. Für die CDU ist mit dieser Wahl nichts geklärt. Mit Armin Laschet hat die CDU nun einen neuen Parteivorsitzenden, aber noch lange nicht einen Kanzlerkandidaten. Mit dieser heutigen Wahl ist also noch vieles offen, sowohl die Bundestagswahl wie die Kanzlerkandidatenschaft in der Union. Mit diesem Vorsitzenden stolpert die CDU in ein Wahljahr, der in Corona-Zeiten mal aufmachen wollte, mal zumachen wollte. Mit solch einem Flip-Flop-Kandidaten holt man wahrlich nicht das Kanzleramt. Armin Laschet bekam 521 Stimmen, das sind 20 Stimmen über den Durst, über den notwendigen 50%. Er hat immer wieder die Einheit der Partei beschworen, das heißt, er wird in den kommenden Monaten dem rechten CDU-Flügel so viel Zucker geben müssen, dass sich die Grünen noch gut überlegen werden müssen, ob sie sich dieser Union wirklich auf Gedeih und Verderb ausliefern wollen. Ganz gleich, wer am Ende bei der CDU das Rennen um die Kanzlerkandidatenschaft macht. Klar ist jetzt schon, die CDU wird nicht bereit sein, die Weichen so zu stellen, dass wir gerecht aus der Krise kommen. Wir als Linke hingegen wollen ganz klar die Weichen so stellen, dass wir gerecht aus der Krise kommen. Und das bedeutet, wir wollen eine sozialökologische Wende einleiten. Unsere Devise lautet dabei soziale Sicherheit für eine gute Zukunft für alle. Die heutige Vorsitzendenwahl der CDU hat eben noch nicht entschieden, wie die Kanzlerkandidatenschaft bei der CDU ausgeht. Und sie hat auch nicht die Bundestagswahlen entschieden. Die Situation ist also offen. Wir als Linke kämpfen um soziale Mehrheiten links der Union. Und ich bin mir sicher, in diesem Sinne werden wir auch auf unserem Parteitag Ende Februar durchstarten.